Also heute, glaube ich, 5. Auflage von EVO Kids Day. Wieder mal bestes Wetter, das gehört sich natürlich auch dazu. Wenn man einfach sieht, wir haben ca. 100 Teilnehmer, bewusst auch diesmal vom Friedensdorf. Ich bin gerade mal einmal über die ganzen Stationen gegangen. Es macht einfach Spaß, den Kindern in die Augen zu schauen. Ich glaube, das ist wirklich ein toller Beitrag für Kinder und Jugendliche hier in Oberhausen. Und das stimmt mich als EVO-Vertreter natürlich besonders froh. Also gerade Fußball ist ja ein Medium, wo wirklich alle zusammenkommen und wo man auch keinen ausschließen kann. Das beweisen unsere Kinder uns täglich in der Einrichtung. Da spielen sie auch Fußball mit ihren Behinderungen. Wenn hier gesunde Kinder mitspielen, warum nicht auch die Friedensdorf-Kinder? Und meistens sind die gesunden Kinder hier noch erstaunt, dass die mit krummen Beinen, dass die auch mit den Verletzungen, die sie ja hier offensichtlich auch haben, diese brandverletzten Kinder, doch recht flinke Mitstreiter sind. Jetzt haben wir die erste Runde hinter uns. Wir starten mit der zweiten Runde. Leider ist mein Team auf dem vorletzten Platz, aber ja, ich gehe jetzt dazu, gebe ein paar Tipps und dann schaukeln wir das Pferd noch und holen uns den Sieg. Wir haben heute Morgen noch trainiert, sind dann direkt rüber und es ist einfach eine schöne Sache, wenn man die Jungs und Mädels sieht mit dem Funkel in den Augen, wenn wir rüberkommen und wir freuen uns, wenn wir was zurückgeben können, mit einer Unterschrift oder mal ein paar Worten. Wir sind froh, dass wir das Ganze machen können und den Verein und auch die Stadt Oberhausen ein Stück weit unterstützen können bei dem Ganzen. Also das fünfte Mal ein tolles Format. Ich finde es diesmal sogar noch angenehmer als die letzten Male. Also von allem her, von der Atmosphäre und allem. Das Friedensdorf trifft auf normale, Anführungsstriche, Oberhausener Kinder, trifft auf Flüchtlingskinder. Es treffen alle und das Schöne ist, ich glaube, die Welt ist besser, das kann man so sagen, wenn die Blagen alleine dürften. Man muss sagen, Kinder sind einfach doch die besseren Botschafter, was ein unkompliziertes und tolerantes Miteinander angeht. Also eigentlich ist ein Feriencamp. Eigentlich sollte man 6 Wochen lang machen und alle würden sich pudelwohl fühlen. Inklusive, glaube ich, übrigens Müttern und Vätern, die immer schön mit Kuchen und Kaffee hier sitzen können. Nee, großartige Nummer, großartig organisiert. Und ich würde sagen, lass mal machen die nächsten 20.